die letzte Nacht in der Backstube, da habe ich mich lange so vorbereitet. Ich kann mich sehr genau an meinen ersten Tag als Lehrling erinnern. Ich habe gelernt im Café Buschmann in Wiesbaden. Ich saß im Bus, der mich in die Kirchgasse gebracht hat. Und um mich herum lauter Leute in einem diffusen Licht in dem Bus. Ich habe mir Gedanken gemacht, mein Gott, jetzt 3 Jahre das. Dass dann 50 raus werden, ist eine andere Sache. Und der erste Tag hier in der Backstube konnte ich mich auch erinnern. Mein Vater war krank, musste operiert werden. Und ich musste dann halt schlagartig einspringen. Und dieses Einspringen, das hat halt genau seit 1971 bis jetzt gedauert. Und jetzt springe ich raus. Die Mitarbeiter kommen in der Regel um 1 Uhr, bereiten alles vor. Ich bin um 14:45 bin ich hier, wenn es dann angeht mit Backen. Mache vorher ein bisschen Büro und danach ist dann Backstubenarbeit angesagt. Das geht dann in der Regel bis um 7, 8. Dann spezielle Konditoreiwaren, die ich machen muss persönlich. Und danach ist Büro angesagt in der Regel bis mittags um 15 Uhr. Ich bin leidenschaftlich gern Bäcker, also das Arbeiten mit Material. Die Bauteige werden alle noch mit Hand gemacht. Das ist halt das Tolle, dass Sie sehen, wie sich das entwickelt. Auch Fehler, die man macht, das ist klar. Wir hatten früher, 1957, in Bischofsheim 10 Bäckereien, die alle gut gelebt haben. Und heute bin ich der letzte backende Betrieb bei 14.000 Einwohnern. Und das allein gibt eigentlich schon zu denken, was passiert ist in dieser Zeit. Was die Zukunft des Bäckerhandwerkes? Die letzten 15 Jahre hat jeden Tag eine Bäckerei Minimum zugemacht. Nicht alle aus Insolvenzgründen oder anderen Gründen, das sind natürlich auch die Gründe der Nachfolge. Weil die jungen Leute sagen, das, was meine Eltern buckeln, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht 10, 15 Stunden am Tag im Geschäft stehen. Die brauchen auch die Partnerin oder den Partner dazu, der bereit ist, das zu machen. Also es sind alles Gründe, die unattraktive Arbeitszeit, sind alles Gründe, warum das schon weniger werden. Deshalb die Großen, die halt mit riesen Maschinen arbeiten, die 10, 15, 20.000 Brötchen in der Stunde rausschieben, da hat ein kleiner Bäcker keine Chance gegen, vor allen Dingen vom Preis her nicht. Ne? Das heißt also auch, der Verbraucher muss wissen, dass ein Brötchen für 13 Cent nicht machbar ist, handwerklich hergestellt. So, das ist jetzt Roggenbrotteig, das gibt das Schinderhannesbrot. Maschine läuft nur, wenn der Schutzdeckel unten ist. Und das ist ein alter Hubkneter. Der Hubkneter hat den Vorteil, dass er den Teig schonend bearbeitet. Das heißt also, in dem Spiralkneter würde dieser Teig bei Weitem so gut werden, wie er ist. Deswegen sind die Bäcker eigentlich heiß drauf, so ein Gerät noch zu besitzen. So, die werden jetzt abgedeckt, werden abgestaubt, noch einen ganz kleinen Moment zum Antrocknen sitzen lassen und dann werden sie gebacken. Als staatlich geprüfter Abstauber. Ne, also. Die Teige liegen jetzt 20, 25, 30 Minuten. Das nennt man die Teigruhe. Dann wird es abgewogen, dann kommen die Stückgare und dann kommt das Backen. Wieso heißt die Bäckerei Schneider? Der Gründer des Unternehmens war Hermann Schneider. Und dann wurde nach dessen Tod, hieß der Betrieb Hermann Schneider Witwe. Dann ist der Betrieb an meine Mutter übergegangen, meine Mutter ist verstorben. Dann ging der Betrieb wieder zurück an die Oma und dann bin ich dann angesprungen. Und da alles jetzt schon auf Schneider war, ob das Tüten waren, Pralinenkasten, mich kennt eh jeder hier im Ort, war mir das gar nicht wichtig, dass das alles jetzt in Sauer umzuwandeln. Es ist weiterhin die Bäckerei Schneider, Inhaber Rolf Sauer. Und so schließen wir auch. Der Ofen, der geht jetzt hoch auf 240 Grad.
damit die richtig schwarz werden. Und dann hat der Ofen die Temperatur fürs Brot gleichzeitig. Das heißt, wir haben jetzt alle Temperaturen ausgenutzt. Das ist jetzt, damit die Luftblasen rausgehen, falls welche sind. Wenn jetzt der Zug da oben aufgeht, und dann müssen wir die Tür aufmachen, dass der Dampf komplett aus dem Ofen kommt. Der sogenannte Hudellumpen. Daher kommt der Ausdruck nur nicht hudeln. Und zwar wird der Ofen damit sauber gemacht. Früher haben die Bäcker die Holzkohle damit aus dem Ofen rausgerissen. Und wenn sie das nicht richtig gemacht haben, dann war auf dem Brot unten Holz. Dann haben sie gehudelt, nicht richtig gehudelt. Und das gibt es heute noch. Das brauchen wir jetzt, um den Ofen sauber zu machen. Gibt jede Menge Sauerei. Gern. Wie war das der letzte Tag in der Backstube? Ja. Letzte Nacht? Total easy. Wirklich total easy. Wir mussten nichts vorbereiten. Wir morgen. Und jetzt hoffen wir, dass wir nachher unser gemeinsames Beisammensein bei Fleischwurst und Salate den Tag schön aussehen lassen können. Freue ich mich drauf. Ja. Vor allen Dingen mit den Leuten. Also kein weinendes Auge? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Da habe ich mich lange genug drauf vorbereitet. Ja. Jeder hat mir gesagt, du wirst sehen, die letzten 6, 8 Wochen stehst du alleine in deinem Betrieb. Die werden alle vorher gehen. Und keiner meiner Mitarbeiter, wirklich keiner, hat den Betrieb verlassen, bevor wir nicht zuschließen. Deswegen sind die auch heute alle da und wir wollen gemeinsam alle Läden zuschließen. Ich hoffe, dass das Bäckerhandwerk wieder aufstreben wird, dass die Leute wieder den Wert einer guten Backware zu schätzen wissen.